Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 9. So, wir sind im letzten Part hier rumgelaufen, haben diverse Dinge gemacht. Also wir sind beispielsweise die ganzen Mokris abklappern gegangen wegen der Mognet-Zentrale. Und wir haben das Chocobo-Sidequest endlich komplett fertig gehabt. Das heißt, wir haben den letzten Schatz ausgegraben und konnten somit unser Chocobo abgeben, der aber dann letztendlich doch hier noch bei uns geblieben ist. Wie ihr sehen könnt, ich stehe hier gerade an einem Morast. Ich muss mich gerade mal räuspern. Irgendwie habe ich einen Frosch im Hals seit Tagen. Jedenfalls war ich in dem Morast und habe alle Frösche gefangen, beziehungsweise in allen vier Morasten. Und jetzt sind wir auf jeden Fall so weit, dass wir, ich glaube, wenn ich mich jetzt nicht irre, 60 oder 70 Frösche gefangen haben. Ich werde jetzt aber erstmal in der Story weitermachen und dazu gehört, beziehungsweise nicht nur Story, sondern ich werde jetzt auch gleich mal noch einkaufen gehen. Ich werde jetzt aber gerade mal ins Luftschiff gehen und da finden wir ja auch noch ein paar Sachen. So, zuerst einmal reden wir mit Lilly. Ein seltsames Gefühl. Was hast du, Lilly? Dieses Luftschiff hat mir meine leibliche Mutter, meine Stiefmutter und meine beiden Heimatorte genommen. Es tut mir leid. Normalerweise wärst du bestimmt auf keinen Fall auf dieses Schiff gestiegen. Ist schon gut. Es sind Kuya und Galan, die die Schuld tragen. Dieses Schiff war nur ihr Werkzeug. Und außerdem muss das ein Ende haben, dass ich die Schuld für meine Qualen immer irgendjemand anderen anhänge. Lilly. Okay. Ich habe gerade vergessen, den Timer zu starten. So, bin ich wieder da. Okay, also, wir müssen es beenden. Sie dürfen uns nicht noch mehr nehmen. Das dürfen wir nicht zulassen. Wir sind jetzt, wie gesagt, neuerdings hier auf der, auf dem Luftschiff, dessen Namen ich gerade irgendwie vergessen habe. Wie blöd. Naja, egal. Steiner sagt uns nichts, mit dem können wir einfach nur rausgehen. Wegen dem Nebel sind jetzt die ganzen Nebelmonster wieder da. Wir müssen aufpassen. Ja, tatsächlich hatte ich nämlich letztens so ein komisches Nebelmonster mal erwischt. Da dachte ich mir so, hä, wo kommt die denn her? Aber scheinbar ist das jetzt überall auf der Welt so. So, hier bekommen wir die Piskes. Das ist eine Stellatie, die wir dann noch gleich noch abgeben werden. Wer hätte gedacht, dass ich dich so weit begleiten würde? Unser Wiedersehen in Lindblum war es wohl, welches mein Schicksal besiegelte. Aber den Kampf zwischen Gaia und Terra gilt es noch zu bestreiten, bis zum bitteren Ende. Können wir den Teleporter benutzen? Nö, schade. Und hier? Da geht auch nichts. Ich will mich mal gerade umschauen. Ich war noch nie auf diesem Schiff. Das ist ja für mich storymäßig auch komplett neu. Der Lichtstrahl, der hier rauskam, hat also Medain Sari zerstört. Ich verliere hier irgendwie meinen Appetit, Mampf. Zum ersten Mal in meinem Leben, Mampf. Okay. Okay, es sieht sehr, wichtig aus, aber irgendwie kann ich absolut nichts anwählen. Hier liegt auch nichts rum. Aber da wir ja jetzt die Stellatia bekommen haben, würde ich sagen, gehen wir mal zuerst nach Treno, geben das dort ab. Ich hoffe einfach mal, dass es dann alles an Stellatia waren, dass ich nichts übersehen habe. So. Erstmal wieder mit Steine aufbrechen. So, wir machen es uns wieder leicht. Wir wählen Treno einfach hier drüben an. So, und dann brauchen wir nämlich nicht selbst fahren. Ja, ich hatte heute eigentlich nicht vor aufzunehmen. Irgendwie ging es mir nicht so gut. Scheinbar liegt irgendwie gerade eine Erkältung bei mir drin. Aber irgendwie dachte ich mir dann doch, okay, nutzt die Zeit. Ich muss noch so viel aufnehmen, besonders. Das Problem ist, dass ich für morgen keinen FF9-Part hätte. Und das will ich schon vermeiden. Ich habe jetzt die letzten Tage immer mal vielleicht ein Part, oh gut, das ist jetzt vielleicht zweimal passiert oder so, aber da ist dann mal ein, zwei Parts ausgefallen, jetzt gerade auch am Sonntag Stardew Valley. Aber wie gesagt, mir ging es irgendwie nicht so gut. Aber mir geht es jetzt langsam wieder besser. Das Problem ist nämlich, dass jetzt mein Chef morgen in Urlaub fährt und dass ich dann anderthalb Wochen auf jeden Fall immer zur Arbeit muss und ich es mir nicht leisten kann zu fehlen. Deswegen, muss ich da schon fit sein.
mal gucken, wo ich dann nochmal hinkam. Ich glaube, wir sind sogar schon richtig. Hier in Treno können wir auch noch ein bisschen einkaufen und schmieden gehen. Also schmieden weiß ich nicht, aber einkaufen auf jeden Fall. Und besonders auch mal wieder in das Auktionshaus. So. Oh, er hat also die Biskis, wie auch immer, Stellatio in seinem Besitz. Überlasse er sie uns und ich werde ihn reich belohnen. Ja, wir werden diese überlassen. Aber ich glaube, eine fehlt dann noch. Habe ich die übersehen? Oh, ah ja, seine Belohnung erhält er von unserer Dienerin. Die Kaiserrobe bekommen. Das sind irgendwie zu wenige. Den Gerüchten nach, die uns zu Ohren gekommen sind, sind es derer Stellatia Zwölfe. Aber warum spüren wir nur diese innere Leere? Ah, weil noch eine fehlt. Das ist es. So muss es wohl sein. Es gibt ohne Zweifel noch eine 13. Stellatio, die lediglich in Vergessenheit geraten ist. Verzeiht meine Aufdringlichkeit, Baroness, aber die Gravuren auf den anderen Stellatia geben vielleicht Aufschluss über die 13. Dann ist klar, was wir zu tun haben. Ich übergebe ihm vorläufig alle Stellatia und mit deren Hilfe bringt er mir sodann die 13. Die Stellatia wurden dir aufgedrängt. Ey, dankeschön. So, wir haben alle Stellatia wieder. Ich weiß auch, wo die letzte ist. Hoffe ich. Also, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich weiß, wo sie ist. Ich werde jetzt aber, wie gesagt, gerade erstmal noch einkaufen gehen und so weiter. Ich glaube, hier unten war der Schmied. Oder? Ich weiß es gerade nicht. Oh, willkommen. Nee, das war nur ganz normal zum Kaufen. Aber ich schau mal, dass ich vielleicht von jedem nochmal... Ah, nee, das war... Oh, shit, das ist doch der Schmied. Aber ist nicht so schlimm. So. Hier habe ich alles einmal. Wir hätten noch eine Edelperle. Die Sache ist die, ich habe mich mal im Internet erkundigt, man sollte die Edelperle nicht schmieden lassen. Wichtiger ist, dass man diesen Mondsplitter hat, den wir jetzt einmal zum Glück haben. Ich glaube, es lohnt sich allgemein nicht, diese Edelperle sich zu holen, weil man die Attacken, die darauf sind, auch schon anders lernen kann, also von etwas anderem. So, dann werde ich, wie gesagt, auch demnächst mal, also ich habe das im letzten Part, glaube ich, erwähnt, ich werde so ein paar Sidequest-Sachen nach Ende des Spiels anhängen. Das heißt, wir werden jetzt, also wenn wir dann hier mit Einkaufen fertig sind, komplett alles fertig machen bis zum Ende des Spiels und werden halt, wir werden dann wir werden nach Ende des Spiels dann Yades machen. Wir werden Karten spielen. Ich will versuchen, alle Karten zu bekommen, was sehr schwer sein wird. Außerdem, ich weiß noch nicht, wie ich es schaffen werde, weil ich eigentlich vom Typ her so bin, dass ich absolut null Geduld habe. Aber wirklich, ich glaube, ich gehe mal lieber speichern. Und dann vielleicht das Seilspringen mache. Aber da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, muss ich sagen. So, speichern. Weil, wie gesagt, meine Geduld ist, was das angeht, absolut nicht vorhanden. Ich habe dann natürlich so unter Freunden so, hey, du, willst du mir das Seilspringen machen? Aber keiner hat darauf reagiert. Wieso nur? Naja, wir kriegen das schon irgendwie hin. Ansonsten lasse ich das aus. Ich würde zwar wirklich gern alle Karten haben, weil ich einfach so einen absoluten Sammlertrieb habe. Aber wenn es nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Da sollte man auch nichts übers Bein brechen. So, ich will gegen das Monster da unten kämpfen. Im Ernst? Na, wenn das mal nicht ins Auge geht. Wir gehen natürlich mit Steine. Zidane. Ich habe jetzt aber dummerweise gerade, glaube ich, nichts gekoppelt. Aber mal sehen, vielleicht wird das hier ja gar kein Problem. So, aus anderen Final Fantasy-Teilen kennen wir dieses Monster schon. Das ist der Behemoth. Ich gehe stark davon aus, dass er hier auch noch Behemoth heißt. Ja. Holla, die Waldfee zieht ja viel ab. Ugh. Ich hoffe, der zieht nicht mit jedem Schlag. Upala. Was zur Hölle? Okay. Vielleicht sollten wir dann doch mal ein bisschen was machen, ne? So, mal gucken. Was könnte ich denn... Wie könnte ich das angehen? Also, er zieht mit jedem Schlag 2.000-3.000 ab. Gucken wir mal bei Ability.
anlegen. Was ich machen werde, ist zum Beispiel Segen anlegen. Das kann ich gerade abmachen. Das lege ich auch mal gerade ab. Segen. Segen ist so eine Art Wiederbeleben, der automatisch dann einsetzt, wenn wir tot sind. Also wenn irgendwas ist, kann man dann sich damit dann automatisch wiederbeleben lassen. Also hier braucht man 8 für. Autopotion wäre theoretisch eine Maßnahme. So. Dann noch ein paar HP dazu. Elixier, wir haben ja genug. Ja. Was könnte ich sonst noch machen? Ich muss halt wahrscheinlich nach jedem Schlag... Autohast habe ich ja drin. Ich muss wahrscheinlich nach jedem Schlag mich heilen. So, Zidane. Ja, das kriegen wir schon irgendwie hin. Segen funktioniert, soweit ich weiß, leider nur einmal. Das heißt, wenn man einmal wiederbelebt wurde, ist es dann vorbei. Also es ist so eine einmalige Sache. Die setzt leider nicht immer ein. Nur das allererste Mal halt. So, fangen wir doch direkt schon mal an mit einem Elixier. Ich will nicht unbedingt über Konter töten. Wir haben ja genug Elixier, deswegen ist das mal in Ordnung. Ansonsten, ich benutze die ja sonst eh nicht. Wei, oh wei. Ich meine, nicht gut, ich habe Segen, aber ich will es eigentlich gerade nicht unbedingt provozieren. Oh, was zur Hölle? Was zur Hölle ist das für ein Monster? Krass. Okay. Ich muss mal gucken, ob ich vielleicht doch noch irgendwas anderes machen kann. Vielleicht stelle ich den in die hintere Reihe oder so. Wei, wei, wei. Okay, Moment. Position, hintere Reihe. Jetzt gucke ich mal, dass ich vielleicht... Liegt das vielleicht daran, was ich ihm angelegt habe? Dass ich ihm jetzt ein paar Sachen anlege, wo die Abwehr ein bisschen höher ist. Ballonmütze. Wo habe ich denn die Abwehr? Die Abwehr ist ziemlich schlecht, muss ich sagen, aber scheinbar ist das so. Da, Abwehr. Oh, das ist natürlich ein ganzer Unterschied. Wir sind von 12 auf 39 gekommen. Protect-Ring. Das macht unsere Stärke noch weiter runter, aber vielleicht hilft es ein bisschen. Wir haben uns jetzt auch in die hintere Seite, Stelle gestellt, wie auch immer. So, hier mache ich jetzt mal gerade High Potions. Ich gebe nicht auf. Noch nicht. So. Ja, ich will gegen das Monster endlich kämpfen. Ja, Zidane. Ich meine, okay, wir haben jetzt so gesehen dreifach mehr Abwehr. Vielleicht reicht das. Oh Mann, ey, das ist echt ein heftiger Gegner. So. Ach, wow, das ist doch direkt mal ein Unterschied, würde ich sagen. Gut, er verletzt natürlich jetzt automatisch weniger, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Hauptsache, wir überleben das Ganze. Weil, wenn ich einfach zu viel HP abgezogen bekomme, komme ich nicht hinterher. So greift jetzt meine Autopotion immer und der Autoregener-Effekt ist natürlich dann da. Wir werden das Viech jetzt einfach Stück für Stück platt machen, bis vielleicht sogar unsere... Oh, oh. Bis vielleicht unsere... Das sieht böse aus. Unsere, jetzt bin ich total durcheinander. Eieieiei. Egal, ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Auf jeden Fall, wir werden das jetzt einfach Stück für Stück platt machen. Und, ach ja, genau, bis unsere Limit zündet. Vielleicht kann ich dadurch ein bisschen was machen.
Okay, also der Meteor-Condor ist böse. Kann das sein, dass er gerade auch immer stärker wird? So. Schlag. Gott sei Dank, Autopotion. Ja, es ist schon praktisch. Ich meine, an sich wäre es nicht nötig. Es heilt nur 150. Unser Autoregen ist wesentlich stärker. Oh, Meteokonter. Ich hasse es. Wir probieren aber mal die High Potion. Vielleicht reicht das. Jetzt hat es auch nur 2-4 abgezogen. Es geht an sich. Ist halt nur blöd, dass dieser, diese eine Attacke immer noch direkt hinten dran kommt. Ja, schön lange Sequenz mit Trunks und so weiter. High Potion, wie viel heilst du eigentlich nochmal? 450, das ist ziemlich lächerlich, aber wir sind eh schon wieder hochgeheilt. So. Tricks. Gehen wir natürlich hier drauf. Das sieht gut aus. Ist es tot? Oh, schade. Sah gerade so aus. Ja, wir schaffen das schon irgendwie. Segen haben wir ja theoretisch auch noch einmal. Oh yes, Gott sei Dank. Da sieht man mal, ein bisschen umrüsten und schon ist alles in Ordnung. Da bleibt mir doch glatt die Spucke weg. Hier, deinen Preis hast du dir aber redlich verdient. Die Ballonmütze. Was? Es ging nur um so eine blöde Ballonmütze? Ernsthaft? Naja, gut, egal. Was haben wir denn hier noch Schönes? Wir werden mal 2 Mithril durchholen. Ich habe ja vor uns alle irgendwie ein bisschen vercraftet auszusehen. Eine Lamia-Flöte. Wir haben ja zum Glück genug Geld mittlerweile. Zum Moment. Das noch zur Sicherheit. Es sind zwar keine guten Ausrüstungsgegenstände, aber man weiß halt nicht, wofür ich sie vielleicht mal brauche. So, jetzt gehe ich gerade noch ins Auktionshaus. Das werde ich jetzt aber offscreen machen. Ich werde den Part jetzt hier mal beenden. Und ich sage euch dann einfach, Moment, was ich alles ersteigert habe. Also, wir sehen uns dann gleich wieder. Oder im nächsten Part, eher gesagt. Bis dann, ciao.